Hi Leute und willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Wir sind jetzt beim Rennen von Kanada und nachdem das Qualifying eigentlich schon wieder sehr chaotisch war mit Regen und ja, und im ersten und zweiten Qualifying war ich ja gut und im dritten habe ich wieder nicht alles zeigen können. Wie gesagt, habe ich ja schon beim letzten Mal gesagt, dass ich mich noch ein bisschen ans Limit rantasten muss in Q3, dass ich da noch nicht so alles geben kann, keine Ahnung warum. Da finde ich einfach noch nicht das Limit in Q3 und kann noch nicht das Maximum zeigen. Ich hoffe aber, wenn das Auto mal das Beste wird, und das könnte vielleicht vor Frankreich dann das Beste werden, das wird uns im Vier uns an die Spitze katapultieren und alles würde in einem Tag, also gleich nach dem Rennen da, nach dem Rennen ankommen, wenn es alles ankommt. Aber ich denke, alles wird wohl nicht fehlschlagen, oder? Also ich denke, paar werden schon ankommen, hoffe ich. Das wird uns zumindest mal wieder vor Ferrari auf jeden Fall bringen und näher ran auf jeden Fall. Am besten, was kommt alles an, das wäre perfekt. Aber erstmal gucken. Ich kann mir vorstellen, dass sowohl bei Aerodynamik und bei Antrieb eins jeweils fehlfliegt und nur zwei von jeweils ankommen. Dann wären aber auch vier angekommen. Das wäre auch genial. Aber jetzt starten wir erstmal in das Rennen. Let's go und bin mal gespannt, wo wir hier landen können. Hauptsache erstmal hier Punkte wieder mitsammeln und dann werden wir gucken, wo wir dann nach dem Rennen stehen werden. Im besten Fall ganz vorne. Wir sind wieder am Ufer des Lawrence Rivers hier in Montreal für den großen Preis von Kanada. Dieses Event fand zum ersten Mal im Jahr 1978 auf einer Variante dieser Strecke statt und wurde von niemand anderem als dem berühmten Gilles Villeneuve gewonnen, dem ersten Kanadier, der je sein Heimrennen gewinnen konnte und dem zu Ehren die Strecke dann umbenannt wurde. Gehen wir die Startaufstellung der Fahrer für das aufregende Rennen von heute durch. Max Verstappen ist gestern eine fantastische Runde gefahren und startet von Pole. Und Sergio Perez steht daneben. Die restliche Startaufstellung sieht wie folgt aus. Bottas, Leclerc, Carlos Sainz und Norris, Hamilton, Fernando Alonso, Ricciardo und der Glückspilz, Ocon, Tsunoda, Pierre Gasly und Stroll, Latifi, Russell, Antonio Giovinazzi und Mick Schumacher, Mazepin, Aitken, Zhou und Roy Nissany. Und jetzt wird es Zeit, zur Strecke zu schalten. Im letzten Rennen haben wir Punkte geholt. Strengen wir uns an, damit es so weitergeht. Ach ja, stimmt. Wir können ja auf den Medium sogar starten, weil ja wir auf Intermediates in Q2 gefahren sind. Stimmt ja. Wir können auch mit Hard starten, aber ja gut, weil der Regen ja kommen soll. Können wir halt dann so lange fahren, bis der Regen kommt. Aber ich denke, das kann man auch mit Mediums hoffentlich schaffen. Und dann werden wir mal gucken, was die Strategie dann so bringt. Benzin machen wir mal 2 Runden runter. Obwohl der Regen soll kommen. Ich mach mal 3 Runden runter. Das kann schon ganz gut sein, hoffe ich. Und dann, let's go. Mal sehen, was wir reisen können jetzt. Alonso mal auch mit Mediums. Okay. Das ist sehr cool. Was er es auch macht. Aber wir haben einen sehr guten Start eigentlich erwischt. Am liebsten jetzt hier nach innen, um jetzt hier vorbeizukommen irgendwie und jetzt da außen für irgendwas machen zu können. Und für den vorbei an Alonso, an unserem Teammate. Das war ein sehr guter Start. Sind direkt auf 8 und da wird langsam. Das sind beide Ferraris nebeneinander und da gibt es, glaube ich, eine Berührung sogar bei den beiden. Oh, jetzt werden die langsam. Oh, jetzt muss ich abkürzen. Jetzt muss ich abkürzen. Um keine Kollision mit Hamilton zu verursachen. Okay, jetzt sind wir seine Seite mit dem McLaren. Oh, okay, wir sind dahinter, wir sind dahinter, wir sind dahinter. Alter McLaren, was machst du? Was machst du, McLaren Norris? Hat es ein bisschen ausgebremst, war eigentlich gar nicht so dumm, was der da gemacht hat gerade. Oh, viel zu spät eigentlich wieder auf dem Eisen. Oh, Alonso, mal sehen, wer jetzt schneller sein wird. Ah, Alonso, oh, jetzt kommt er mit dem besseren Ausgang, ja. Das könnte es gewesen sein, aber gleiches Auto, gleiches Topspeed. Und schon kann er nicht so wegziehen, obwohl er hat ein bisschen Windschatten noch. Das kann sein. Oh, ich muss abkürzen. Oh, weil da lernt er nicht zu kollidieren. Schönes Teamduell schon mal am Anfang, aber natürlich war das jetzt ganz dumm eigentlich, dass wir uns da Zeit kosten.
Wir haben die Medien, sie müssen versuchen dran zu bleiben einigermaßen an den Jungs da vorne. Aber die fahren alle Softs, oder? Kann das sein? Kann das sein, dass die alle Softs fahren? Ja, wirklich. Alle. Wir sind die erstbesten Medienfahrer jetzt gerade. Also die fahren alle Softs. Dann hier, ja, Gasly fährt hart. Aber alle... Alle fahren Softs, außer wir fahren Mediums. Und Gasly fährt hart. Okay, interessant. Dass das kaum jemand macht. Außer wir, also wir machen nur Mediums. Wir sind die einzigen beiden. Und Gasly macht halt noch eine härtere Mischung. Können wir uns aber fast schon gut sein. Denn wir und Gasly, also wir beiden Teamkollegen und Gasly, können auf jeden Fall, oder Gasly vor allem, kann definitiv so lange fahren, bis der Regen kommt. Wir hoffentlich auch mit Mediums. Je nachdem, wann der Regen einsetzt. Aber die Softfahrer, ich glaube nicht, dass der Regen so schnell kommt, dass die ja so lange mit Softs fahren können. Also, so verkehrt kann es schon mal nicht sein, dass wir Mediums machen. Und Gasly, was der mit hart macht, könnte sogar vielleicht sogar das Cleverste sein. Wenn der Regen wirklich sehr, 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 sehr lange braucht, könnte Gasly am Ende hier der König sein. Am Ende noch. Aber bis jetzt, mal sehen. Ob wir so ein bisschen die Pace haben für die, zumindest die McLaren hier von Norris. Auch wenn der natürlich Softs hat, aber... Vielleicht können wir einigermaßen mithalten, wer weiß das schon. Alonso kann auch erstmal noch mithalten mit uns. Jetzt wird das DRS freigegeben sein auch. Ja. Das DRS wird in dieser Runde aktiviert. Du kannst es nutzen, wenn du höchstens eine Sekunde hinter dem Wagen vor dir in der DRS-Zone bist. Oh ja. Das könnte schon deutlich interessant mit dem Regen dann auch werden, natürlich. Aber Alonso kann echt gut mithalten mit uns. Obwohl wir hier gerade auch gar keine wirklichen Fehler machen, finde ich. Obwohl, das war ein Riesenfehler. Das war eigentlich ein Fehler. Ein Riesenfehler war das. Oh oh. Da gibt für Alonso die Chance vorbeizukommen, weil hier der DRS, das DRS war. Aber wir machen dafür hier härter auf den Körb, okay. Aber Alonso hat noch eine Chance gleich. Auch so eine dominante Pace scheint die gar nicht zu haben, oder? Also ich meine, wir machen solche Fehler, solche riesen Fehler mache ich gerade hier. Und Norris ist noch nicht so weit weg, aber jetzt wird Alonso erstmal vorbeikommen. Ja, ich werde Kampf ihn fahren, einfach damit Alonso einen besseren Ausgang bekommt hier. Aber vielleicht können wir jetzt uns da noch ranhängen. Der hat nochmal das DS Alonso, das ist halt das wegen dem 1S-Punkt, aber... Wenn wir jetzt mithalten können, können wir vielleicht... Oh, Alonso... Ja... Wenn es regnet, fährt man eh langsamer. Mal sehen, ob wir jetzt hier dranbleiben können, um vielleicht gleich wieder kontern zu können. Da bin ich dann fast schon optimistisch, weil ich habe nur Fehler gemacht. Wenn ich mich mal jetzt konzentriere, sollte ich locker mithalten können schon mal. Und bisher kann ich das auch, wie man das sieht. Bis hier keinen riesen Fehler machen, der mir Zeit kostet. Perfekt. Und habe sogar das DRS schon. Kann mich hier schon gut ransaugen wieder. Oh, ist ja. Jetzt habe ich abgekürzt, weiß. Weil manchmal nicht so weiß, wann man bremst. Und dann lenke ich halt so zeitig ein. Jetzt bleibe ich aber noch hinter Alonso, würde ich einfach sagen. Um einfach jetzt nicht... Oh, ich kann ja aber ganz schön ins Getriebe fahren fast. Aber jetzt bin ich so noch dran, dass ich fast vorbeikommen könnte, wenn dann auf das Ziel. Durch einen besseren Ausgang auf das Ziel. Okay, perfekt. Oh ja. Oh, wir sind nah dran. Jetzt müsste es aber doch mal langsam was werden wieder. Aber wir kommen nicht vorbei. Nee, Alonso hat das vorhin gut gemacht. Ich will jetzt auch nicht alles riskieren. Da fahre ich den wirklich leicht drauf. Nur weil der so langsam fährt gerade. Oder weil der gerade so zeitig gebremst hat. Aber ist eigentlich gar nicht so dumm, was ich da mache. Mich in Alonsos Windschatten hängen. Das halte ich ihn nicht auf. Er hält mich nicht auf. Weil ich mich immer wieder schön das DS abstauben kann. Oh, wieder ganz nah dran. Oh ja. Sie wird gefühlt noch näher dran als vorhin. Ich werde es nicht versuchen hier, das wäre lebensmüde. Gegen den eigenen Teamkollegen hier so einen riskanten Move zu versuchen, wäre komplett irre. Und wahnsinnig. Das würde sich nicht lohnen. Und würde uns beiden nur das Rennen kaputt machen. Ich will mal näher dran sein hier. Da kann ich mal besser rausbeschleunigen. Aber gefühlt sind wir jetzt näher dran. Gefühlt. Oh ja, gefühlt sind wir näher dran jetzt. Aber werde ich wagen.
Nee, werde ich nicht. Hier wage ich es noch nicht. Vielleicht kann ich es hier versuchen gleich. Jetzt bin ich hier auch gefühlt näher dran, aber nee. Gegen meinen Teamkollegen mache ich sowas nicht. Und mach dann gleich sowas und da kommt Ricardo an. Und da gab es glaube ich sogar eine leichte Berührung gefühlt. Oh, Junge, Junge. Das war komplett dumm, aber ich bremse immer viel zu spät eigentlich. Ah, 3 Sekunden sind die aber erst nur vor uns, sag ich mal. Aber es wird schon sehr dunkel, ne? Also, lange sollte der Regen nicht mehr auf sich warten lassen. Denke ich. Oh, Alter, ich kann hier viel mehr Speed sogar rein. Oh, jetzt bin ich aber auch hier richtig nah dran. Leider kein DS, aber jetzt nicht dem Alonso reinkrachen hier. Hier besser raus beschleunigen etwas. Hat es was gebracht? Nein, er hat nichts wirklich gebracht. Nee. Habe ich gedacht, wir ein bisschen mehr Schwung holen und dann so besseren Ausgang bekommen, aber das hat nicht so geklappt. Aber wir sind echt schnell. Wir sind schneller als Ocon, der mit Rot fährt. Wir halten im Grunde, wir beiden halten nur Ricardo auf gerade. Aber dadurch, dass der jetzt auf Alonso ab und bin, ist Richard dran auch wieder. Aber nützt halt nicht. Die Geraden sind einfach zu kurz. Jetzt bremse ich hier mal von, um nicht nochmal dasselbe zu machen wie vorhin. Hier außen vielleicht. Ah, nee. Mit Softs könnte ich das so vielleicht versuchen, aber mit Mediums kann ich sowas leider, glaube ich, nicht. Aber wir machen eigentlich ein gutes Teamwork, ne? Also, Alonso wird nicht aufgehalten. Ich halt, er hält mich eigentlich nicht auf. Und da gab es eine leichte Berührung schon wieder. Ich weiß nicht, was ich da will mit diesen späten Bremsen. Aber ist ja alles gut gegangen. Also, ich habe mir noch nicht den Flügel kaputt gehauen. Jetzt kommt einfach die Sonne wieder raus, interessant. Oh nein, 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 nein. Das war diesmal, glaube ich, keine Berührung, aber war ein dummer Ausgang. Obwohl, wenn er jetzt sowas sagt, dann heißt es vielleicht doch, dass der Flügel kaputt ist. Aber es kann nur heißen, dass er vielleicht mir auf hart dann wechseln will. Habe immer noch das DS immerhin, aber Ricardo wird vorbeikommen durch meine Dummheit. Obwohl, gegen Ricardo muss ich jetzt eigentlich nicht unbedingt so vorsichtig da durchfahren, ne? Gegen Ricardo kann ich schon, denke ich, ja, gegen Ricardo kann ich schon härter jetzt mich verteidigen als gegen Alonso. Alonso ist nun mal mein Teamkollege, da mache ich sowas nun mal nicht, solche riskanten Manöver. Aber gegen Ricardo, gegen einen Rivalen von uns, da kann ich schon besser härter verteidigen und härter dagegen halten, als gegen Alonso ich jetzt mache. Das ist ja klar. Aber die Sonne kommt auf jeden Fall wieder raus, alles klar, interessant. Dafür, dass es bald regnen soll, ist es sehr interessant gerade. Wie sehen überhaupt die Reifen aus? Habe ich gerade gar keine Ahnung. Oh, Alter, jetzt pfeift die von mir an die Kiste. Aber der fährt, oder bremst, oder fährt so langsam da durch. Ich denke immer, man kann da viel später durch, also viel schneller durchfahren, aber das unterschätze ich einfach immer. Ich frage mich nicht, warum ich das unterschätze, aber irgendwie, keine Ahnung. Und bin ich das nicht so gewöhnt. Aber Flügelschaden scheint noch nicht so zu sein. Also ich kann auch optimal durchlenken durch die Kurve, aber ich muss aufpassen. Jetzt in dieser Kurve, da wird er immer langsam, da bin ich schon ein paar Mal fast reingekracht, oder schon reingekracht. Ja, jetzt mache ich das aber etwas besser, für jetzt hier außen mal, nee. Mit Mediums geht das einfach nicht, wenn der andere auch dieselben Reifen hat. Ah, wir sind, also ich glaube, wir sind jetzt sogar schneller als die mit Softfahrer, aber wir sind jetzt näher ran an Norris gekommen mittlerweile. Wir beide, oh, fast wieder rein. Kracht aber nur fast diesmal. Ja, Norris ist nicht mehr so schnell jetzt. Also ich glaube, die Softs könnten von den Jungs da vorne auch schon am Ende sein mittlerweile. Aber es ist erstaunlich, dass alle mit Softs fahren und nicht mit Mediums. Oder überhaupt. Überhaupt gar keiner. Also einige fahren immer mit Softs. Oh! Wie langsam kann man denn dann noch durchfahren? Bin ich schon ganz vorsichtig. Und ach, Ricardo ist weit weg. Was hat. Können das wirklich die Softs sein? Die Softs sind glaube ich am Ende. Ricardo sagen wir mal, oh, weit weg, Ricardo. Oder hat er Schaden? Durch was auch immer. Das weiß ich natürlich nicht, ob der jetzt Schaden hat vielleicht. Also kommen wir von, ja, Ricardo fährt in die Box wie alle anderen auch. Die Softs sind einfach schon am Ende. Die Softs sind einfach schon am Ende, würde ich mal sagen. Oh, hier wieder viel zu schnell eigentlich durch.
gebrettert. Verstappen kommt jetzt von hinter uns raus. Da ist auch schon krass, dass der schon fast einen Stop-Vorsprung hatte. Aber wir sind halt mit Medien unterwegs. Das kann sich dann sehen lassen, trotzdem, denke ich. Oh, jetzt besser machen gegen Alonso mal, ja? No, es ist dann nach vorne. Der wird auch in nächste Runde kommen. Sein Teammate war ja auch gerade. Und alle anderen auch, denke ich. Dann werden wir wahrscheinlich das Rennen anführen zu zweit. Und Alonso wird es die Führung übernehmen. Unglaublich. Oh, Alonso mit dem Drift, mit dem Querftier. Oder werde ich die Führung übernehmen, weil er jetzt hier einen kleinen Fehler drin gehabt hat gerade. Er wird... Oh, Alter, wie langsam kann man denn noch durchfahren? Okay, ja, kann ich besser rausbeschleunigen. Das ist das Problem. Dass ich hier nie nah genug dran bin an Fernando. Aber Verstappen wird auch nicht leicht haben, jetzt vorbeizukommen, wenn ich da das DS auf Alonso habe. Boah, aber obwohl, wenn ich sowas mache, dann vielleicht schon. Obwohl, ah, Verstappen, Alter. Ja, ich brauche gar nicht verteidigen, obwohl. Ja, wohl. Oh, da ist Verstappen. Da ist Verstappen. Ich werde dich trotzdem dagegen halten versuchen. Obwohl, ah, Alter. Oh, Alter, schießt er da vorbei. Ja, keine Chance, Alter. Der mit seinen frischen Mediums und der mit seinem besseren Auto. Da kann man ja nichts machen. Aber vielleicht kann ich mir zunutze machen, dass die sich vielleicht duellieren. Und kann vielleicht dann Alonso vorbei endlich. Wenn die viel Zeit kosten, wenn Verstappen Alonso etwas Zeit kostet, könnte ich, aber ich habe jetzt Uhrzeit verloren. Oh ja, die verteidigt. Alonso verteidigt. Das kostet den Zeit. Ja, das kostet Zeit. Das kostet so viel Zeit. Und da bin ich vorbei. Ich habe es wirklich ausgenutzt fast. Alter. Gab sogar eine leichte Berührung. Obwohl, jetzt bin ich hier außen. Auch nicht ideal. Da bin ich überhaupt schon mal daneben hier. Und kann jetzt Alonso überholen. Vorerst. Kriegen wir den besseren Au... Alter, was kriegt der hier für einen Ausgang? Ja. Na, das ist jetzt auch nicht so. Jetzt soll ich das alles probieren. Dass wir alles riskieren, ist hier rein. Ja, jetzt kann ich eigentlich riskieren, weil jetzt sind wir halt... Oh, vielleicht die World of Champions berührt. Sollte aber keinen großen Schaden gemacht haben, oder? Aber ich bin jetzt wieder vorbei an Alonso endlich. Hat mir das zunutze wirklich gemacht, dass Verstappen und Alonso sich Zeit gekostet haben. Klar, dass ich Verstappen jetzt nicht angreifen konnte, aber es scheint die Sonne. Echt verrückt, dass die Sonne hier scheint. Oh, ich fahre hier schon wieder ganz haarscharf an den Wänden entlang. Dass ich jetzt wirklich schneller bin als Fernando. Okay, jetzt mach ich mal Rückblende. Irgendwie. Spielt ohne irgendwie. Ja, Flügel. Obwohl der Flügel sieht sogar noch im Vergleich zu anderen Rennen noch ganz okay aus sogar. Ich mache es aus und weise mal einfach jetzt hier Rückblende. War die auch die erste in diesem Rennen nach 12 Runden. Das kann sich gut aussehen, obwohl. Obwohl. Aber unsere Pace ist eigentlich identisch, Alonso und meine. Finde ich. Also niemand ist wirklich viel schneller. Das DS ist halt nur so eine Macht, weshalb man dann immer mithalten kann mit dem Gegner. Aber Alonso kriegt hier mal einen bärenstarken Ausgang. Keine Ahnung warum und wie. Aber jetzt ist er mal weit weg, sodass er eigentlich nicht vorbeikommen sollte. Wohl. Ah, nee. Bin ja auch immer weiter weg gewesen dann und kam nicht vorbei. Obwohl, jetzt habe ich hier einen kleinen Fehler gemacht. Ja, jetzt duelliert. Jetzt kommt der Bottas, der aber jetzt auch nicht so leicht vorbeikommen wird. Oh, Bottas, was macht der? Was macht der Bottas? Junge. Alter, was hat der Bottas jetzt gemacht? Der war neben Alonso. Alter, was macht der? Was macht der? Junge, der ist so weit weg von mir. Der ist hier. Der ist noch neben Alonso. Der ist nicht mal annähernd neben mir. Ich lenke hier schon in die Kurve ein. Hier lenke ich schon in die Kurve ein. Und der will hier einfach. Was probiert er da? Junge. Also wenn der seinen Frontflügel beschädigt hat dadurch, das würde mir nicht leid tun, um ehrlich zu sein. Also ganz ehrlich, ja, vollkommen dumm. Alter, und hätte ich fast noch wirklich an mich vorbei... Alter, jetzt kommt er wirklich noch hier vorbei. Boah, jetzt kommt er wirklich vorbei hier. Und ich muss hier... Alter, mich würde es nicht wundern, wenn er Schaden hätte. Für so eine dumme Aktion. Alter. Was probiert der da? Ja, aber der hat keinen Schaden. Ach man, das tut mir fast schon weh jetzt, dass er keinen Schaden hat. Das hätte auch ich verdient gehabt für so was. Aber ich werde trotzdem weiterhin schön. Oh, jetzt kommt hier aber der Perez auch noch vorbei an Alonso leider. Macht gern weiter so, Jungs.
Dann bin ich endlich mal ein bisschen weiter weg von Alonso auch. Weil fürs Team ist das, tut das nicht gut, wenn wir uns duellieren die ganze Zeit. Ah, was war denn das von Bottas? Da kommt er jetzt vorbei. Easy würde er jetzt vorbeikommen. Das werde ich doch gar nichts machen können. Ich kann verteidigen ohne Ende. Geht nicht. Der hat einfach jetzt zu viel Gripvorteil und Reifen- und Autovorteil natürlich auch noch. Ja. Oh, Alter. Kommt er da jetzt an, der Checo. Ja, Checo, aber ich verteidige hier auch noch schön. Das klappt ganz gut, das Verteidigen hier. Ja, obwohl. Obwohl, musste ich jetzt. Und da dreht sich Perez fast weg, ja. Okay, alles klar. Das war jetzt wirklich meine Schuld. Da wollte ich zu viel. Und das muss ich mir noch mal angucken in der Wiederholung. Aber. Ja, obwohl. Oh, hat er Glück gehabt. Hat er gut abgefangen. Ja, ich lenke hier. Ja, ich hätte mehr Platz lassen müssen, ja. Auch wenn Perez natürlich auch außerhalb der Strecke trotzdem überholen will. Und dann lenkt er auch. Ja. Obwohl, ich muss jetzt schon sogar abkürzen dann noch. Ja, die Kurve ist zu eng für zwei Autos, sagen wir es mal so. Da passen kaum zwei Autos, aber ich hätte schon mehr Platz lassen können, ja. Aber hat er schon gut abgefangen und Alonso kommt gut durch, okay. Ja, war mein Fehler, ganz klar. Aber was tut man nicht für eine Position? Das war halt hart, aber... Ja, mal gucken. Wir sind Dritter trotzdem. Also die Sonne scheint, wann sollten wir hier bitte für ihn... Also sonst wird voll das DS haben, leider. Alter, kriegt ja immer viel besseren Ausgang. Was macht er hier besser? Keine Ahnung, aber er wird nie vorbeikommen zumindest. Obwohl, nee. Da, aber Alonso fährt in die Box. Ist der geplant? Obwohl, könnte schon, ne? Aber die Reifen sehen auch voll okay aus eigentlich. Er macht da zwar eigentlich einen Undercut gegen mich jetzt. Aber wir werden noch weiterfahren natürlich, weil es macht eigentlich nur Sinn jetzt. Wenn wirklich der Regen noch kommen soll. Oder mit Softs dann halt auch den letzten Stint zu fahren. Falls der Regen nicht mehr kommt, weil es scheint immer die Sonne. Irgendwie ein bisschen komisch. Dass die Sonne einfach so scheint. Oh, ich krieg ja da die Softs. Die Medien sind Desaster mittlerweile. Oh, kommt der Perez an! Oh, oh. Ja, bin ich vielleicht ins Leclerc rein, in Leclerc sag ich schon, in Leclerc reingedonnert. Bedauerlicherweise natürlich jetzt hier auch. Aber ich habe jetzt hier immerhin auch noch DRS, was mir hilft gegen Hamilton und Perez. Und die könnten sich angreifen, beide, gegenseitig. Ah ne, Perez steckt zurück. Hab nochmal das DS. Was mir hoffentlich Hamilton vom Leib hält. Obwohl, nicht unbedingt. Ah, doch, doch. Vom Leib nicht, aber auf jeden Fall hat es mir geholfen. Grad definitiv. Leclerc macht echt ein starkes Rennen auf 3 Grad. Also wenn der Regen nicht kommt, wäre meine Strategie mit Soft fahren. Dann. Also fahr so lange, bis ich mit Soft fahren kann. Also so noch. Oh, da kommt Hamilton. Achtung. Auch gegen Hamilton werde ich mich jetzt nicht kampflos ergeben. Natürlich. Meine Trossen könnten das am Ende die Position sein, um die wir kämpfen. Wenn der Regen wirklich kommt, müssen alle stoppen und dann wäre ich Vierter. Also deswegen werde ich jetzt nicht freiwillig einen hier vorne vorbeilassen. Könnte sogar jetzt eh schwer werden für die Jungs, obwohl der Perez wird wahrscheinlich zumindest angreifen können. Aber es bringt gar nichts zu verteidigen, oder? Obwohl. Ah, es bringt schon was. Es bringt was. Und. Soll ich Rückblende machen für Perez? Weil. Ich weiß ja nicht. Sorry. Ja, ich hätte. Eigentlich kannst du mir nur helfen, aber ja, er ist ja noch hier über den Körb.
Ja, kann man sich hier öfters ansehen. Ich kürze hier extra schon auch etwas ab, um Perez Platz zu lassen. Wenn ich da aber jetzt nicht voll eingelenkt hätte hier in die Kurve, wäre ich in die World of Champions gefahren. Also man kann da jetzt nicht wirklich mir Ulti voll geben. Ich würde sagen einfach Unfall, also Rennunfall. Wenn ich da jetzt weiter Platz gelassen hätte, wäre ich in die World of Champions gelandet. In der World of Champions gelandet. Und daher kann man da jetzt nicht viel anders machen, wenn man das... Man muss nicht dagegen halten. Ja, das gibt einen Safety Car, würde ich sagen. Das gibt einen Safety Car, hundertprozentig. Der Perez staut, ja, das gibt einen Safety Car, hundertprozentig. Eigentlich kann es mir gut tun, aber es war ein Rennunfall. Also ich kann jetzt niemanden da wirklich... Perez sowieso nicht. Also ich gebe einen Safety Car, Achtung. Und Perez geht dann der 5-Sekunden-Strafe dafür auch. Das tut mir leid für ihn. Und virtuelle Safety Car. Wo bleibt das Safety Car? Gibt es keins? Ah doch, da ist es. Ja. Perez kriegt wahrscheinlich für blockierend. Ja, Alter, was macht er? Das kracht, und da kracht das richtig. Und da kracht's. Karambulare. Oh oh. Oh oh, Alonso. Ah, okay, die ghosten schon. Okay, oh, hat der Alonso Glück. Hat der Alonso Glück, aber das tut mir so leid. Perez kann sogar noch weiterfahren, glaube ich, aber... Der McLaren, irgendein McLaren ist, glaube ich, raus. Oder? Obwohl, Norris? Ah, nee, nee. Gar, nur Frommflug ist da vorhin geflogen, okay. Na ja, gut, dann fahre ich trotzdem in die Box, ne? Wenn das das mal... Ach, tut mir aber leid. Okay, langsamer werden, langsamer werden. Ja. Die Kurve ist einfach zu krass zum Verteidigen oder zum Zweifahren. Ah, ich hasse es allerdings. Ob. Eine alternative Strategie in Erwägung. Sainz wurde disqualifiziert. Sainz wurde disqualifiziert, weil er zu lange auf der Strecke stand oder so. Oh je. Yeah. Natürlich werden wir, aber wir könnten. Eigentlich hat mir das auf jeden Fall nicht geschadet. Sagen wir mal so. Aber mit Absicht habe ich das natürlich ohne gemacht. Wollen wir dann gleich mal Flügel wechseln? Weil irgendwie fühlt sich das immer so gut. Dann werde ich nur jetzt mit Softs fast fahren. Oder, wenn der Regen wirklich noch kommen soll, macht es nur Sinn, mit dem schnellsten Reifen hier zu fahren. Harte macht es keinen Sinn, wenn noch der Regen kommt, so heute. Dann würde ich einfach sagen... Fahre ich auf, ja, die Softs sind nur noch verwendet leider, aber ist mir egal. Von mir aus können die mir den noch wechseln, beim Safety Car ist es jetzt nicht so schlimm. Ah, die wechseln den auch. Ja, dann wechselt den mal, das hat sich nicht mehr so gut angefühlt mit dem Faden. Aber es kommen nur einige in die Box, naja, die haben ja Front für geschaden, bestimmt davon getragen. Alonso, nein! Alonso hat ohne 5 Sekunden Strafe, bestimmt dadurch, oder? Bestimmt dadurch hat er ohne 5 Sekunden Strafe bekommen. Ah, okay, wir sind 9. Okay. Mit Frontflügelschaden sind wir sogar immer noch weit vorne. Aber ohne Frontflügelschaden, ohne... Aber dafür fühlt sich das Auto wieder viel besser an, ne? Bin da zu oft auch in Alonso rein. Ich fahre dann mit Softs. Weiß nicht, ob der bis zum Ende halten würde. Zu Not fahre ich nochmal Softs, aber auf jeden Fall, wenn der Regen kommen soll, nehmen wir halt einfach die schnellsten Reifen jetzt. Das macht ja nur Sinn. Ich hoffe, dass dann noch kommt der Regen. Noch dazu kann ich ja die Reifen schon hinterm 60er. Vor allem gegen Tsunoda müsste ich eigentlich eine gute Chance haben, gleich zu überholen. Und auch gegen die Alpines, die auf 6 sind. Ah, tut mir leid für Alonso. Aber warum hat er 5 Sekunden Strafe bekommen? Weil er vorbeigefahren ist an die, während 60er war. Ja, aber wenn die geghostet sind, wenn die stehen, wenn die nicht mehr weiterfahren können, darf er das ja eigentlich. Keine Ahnung, auf jeden Fall. Ja, das tut weh für Alonso, ne? Also das war jetzt... Und überhole Tsunoda stand... Überhole Tsunoda? Hä, was? Jetzt steht da, bleib hinter Tsunoda. Hä, wieso stand da gerade überhole Tsunoda? Muss man nicht so verstehen, oder? Hätte ich mitgenommen, also dann hätte ich eigentlich schon weniger, aber jetzt bleibt da wieder das. Ja, mal sehen, was Alonso mit der Strafe noch machen kann. Ich bin mal gespannt, wie früh der die bekommen hat dann. Ich werde da gleich bei der Rennleitung nachher. Obwohl, kann man hier schon bei der Rennleitung gucken? Ja, kann man. Bin ich mal gespannt, wie jetzt Siegen deine Strafe hat. Perez hat eine Kollision mit mir eine Verwarnung bekommen. Perez Kollision mit Hamilton, 5 Sekunden Strafe. Alonso, gelbe Flagge ignoriert. Nein, der hat die gelbe Flagge ignoriert. War nicht mit einer Kollision, nichts wegen... Der hat die gelbe Flagge ignoriert. Und Perez hat eine... Perez hat... Zweimal Kollision mit Hamilton, hat er 10 Sekunden ist der Perez. Alter, also zweimal steht's, okay. Parken an gefährlichem Ort, deswegen Disqualifikation bei Sainz.
Ja, komisch. Also das ist schon mal Chaos-Rennen pur. Also war jetzt nicht unbedingt, weil ich das Chaos hier mit oder mit Peres das Chaos hatte und der alle aufgehalten hat. Das war einfach nur gelbe Flagge ignoriert. Also nicht, weil er irgendwo rein ist in jemanden oder weil er mit jemandem kollidiert ist, einfach weil er gelbe Flagge ignoriert hat. Ach, das tut weh. Aber gut, das ist ja dann seine Schuld. Also das ist ja nicht dann wegen mir verursacht. Gut, irgendwie dann auch schon, weil wäre ich und Peres nicht kollidiert, hätte Peres sich nicht gedreht. Hätte er keinen Stau verursacht, dann wäre nicht das Safety rausgekommen, wäre keine gelbe Flagge rausgekommen. Aber das passiert halt auch mal, dass auch mal eine Kollision passiert und dann muss man halt nur die gelben Flaggen aufpassen. Oh, und die fahren nicht mehr zu langsam dadurch. Eigentlich ist es ganz gut, auch für den Sprit, dass der hält. Und es schont die Reifen natürlich. Das kann nur gut sein. Aber eigentlich tut mir das Heftiger sogar sehr gut, muss ich sagen. Vor allem, wenn der Regen kommen soll noch. Wenn der kommt, also ist eigentlich klarer Himmel, na? Ich kann mir kaum vorstellen, dass da wirklich noch Regen kommen soll. Oh. Alles klar. Mazepin fand ich mit dem Motorschaden, das gucke ich mir jetzt nicht an. Oh, Achtung, nicht hinten reinfahren. In Yuki Tsunoda. Der ja nicht bei uns fahren wollte. Alonso ist gerade starker Fünfter, Fernando. Schade, dass er eine 5-Sekunden-Strafe hat. Aber gut, jetzt kann er trotzdem noch was reißen. Ich denke, er kann noch schneller als Tsunoda, dass die 5 Sekunden rausfahren. Als die Alpines kann sich, denke ich, auch 5 Sekunden rausfahren. Also. Und dann die schnelleren, wer ist überhaupt schneller hinter ihm? Eigentlich niemand. Eigentlich sind die schnelleren schon eh vorne, die vier. Weil ich glaube, Hamilton, obwohl Hamilton ist noch schneller da hinten. Der war ja in der Box, weil er bestimmt auf Flügelschaden hatte, natürlich. Perez sowieso. Aber echt krass, dass man Stroll im Alpin sieht. Das ist wohl richtig lustig. Aber das tut den Reifen auch gut. Na, vielleicht kann ich das sogar dann trotzdem bis zum Ende fahren. Aber wenn es jetzt noch 16 Runden wären und trotzdem schon die Reifen bei 10% vorne links haben. Safety Car kommt in dieser Runde rein. Puh. Halte die Reifen auf Temperatur und denk daran, dass bis zur ersten Alter. Linie Überholverbot herrscht. Da wäre ich mit dem Tsunoda fast reingegangen. Ey, jetzt guck ich mal an. Sieht man das noch? Das war ja haarscharf, weil die schon wieder so abgebremst haben. Alter. Oh, Alter, war das hart. Das war eng. Das hätte es klappen können. Weil die immer so stark im Gas gehen dann, wenn das Heftige reinkommt. Wieso gar nicht? Warum? Man kann vom Gas gehen, ja, aber dann ist so stark, dass wir alle so abbremsen müssen, dass man dann fast selbst jemanden reinfährt noch. Gassi war auch in der Box mittlerweile, auf Mediums, das kann sogar ganz gut sein. Der kann auf jeden Fall durchfahren, wenn er durchfahren kann. Achtung, ich werde mal langsam. Mal kurz gucken, ob ich vielleicht hier mit meinen Softs gleich vorbeikommen zu Noda. Oh ja, sieht schon massiv das Treffen aus. Werde ich es wagen, vorbeizugehen gegen zu Noda? Innen, außen jetzt. Gegen Yuki Tsunoda und vorbei. Let's go, das hat schon sehr gut geklappt. Ah, jetzt sind die frischen Softs halt ein Vorteil, klar. Oh, und du kommst mit dem Rutscher. Die muss ich schon mal aus dem Weg räumen jetzt. Zwoll und Ocon auch. Also ich würde es hier jetzt gar nicht mal versuchen wollen. Oh, fahr die langsam jetzt hier durch, Alter. Die Mädels haben da jetzt gar keine Chance gegen meine frischen Softs. Nach 10 Minuten. Nach 10 Minuten, das ist schon eine Menge Holz. Ne? Oh, jetzt fahr ich dem O fast in die Karre. Weil die halt so langsam da durchfahren. Das wäre eine gute Alternative. Ja. Oh, ja. Ja, Alter. Das mach ich mal. Zweimal ist erlaubt. Einfach, weil die Bremsen da. Ja, ich vergesse. Ich vergesse halt immer mal. Ich vergesse halt jedes Mal, dass es ja KI ist. Und nicht die echten Menschen, die dann vernünftiger da durchfahren. So, ah, jetzt hat er aber dadurch einen besseren Ausgang bekommen, weil ich nicht so gut durchkam. Mann. Ja, ich muss langsam vorbei. Aber die müssen wir alle nochmal stoppen, würde ich fast sagen, oder? Ich würde fast schon sagen, dass sie stoppen müssen. Oh, ja. Jetzt muss ich fahren, Magen. Wie ist Tsunoda, fahre ich jetzt einfach hier hoffentlich. Oh, ich muss sogar ein bisschen abkürzen, um Ocon jetzt nicht in die Karre zu fahren. Aber anscheinend war es trotzdem im Erlaubten überholt, weil ich nicht platt zurückgeben musste.
Okay, da ist der arme Alonso mit seiner 5-Sekunden-Strafe. Ah, tut schon weh. Ich kann nicht als 12 bisschen Zeit kosten, dass Alonso jetzt... Muss es aber noch... Er stoppen muss Alonso... Ah doch, Alonso muss nochmal stoppen, der fährt der Mediums. Ah, das tut weh. Dass er so noch stoppen muss. Hätte er lieber hart machen sollen. Oh. Ja, jetzt habe ich wieder live die Wand berührt. Ich werde es auch lassen. Ich werde es keine Rückblende machen. Passiert halt mal, dass man in die Wand fährt. Aber bis jetzt sieht er für mich so noch heil aus. Wie sieht er jetzt aus? Ja, leicht ist die Ecke ab, aber ich denke, das sollte noch klar gehen. Also ich meine, sonst ist noch alles heile eigentlich. Also es sollte schon klar gehen. Ja, er sagt... Er sagt zwar jetzt das, aber ich glaube, es könnte daran liegen, dass er mit unserer Reifenwahl nicht so zufrieden ist. Ich glaube, es liegt jetzt nicht daran, dass ich angeblich Schaden hätte oder so. Und selbst wenn, das Auto fühlt sich trotzdem gut an, ich werde es nicht wechseln. Niemals, da müssen die nicht wunder... Ja, da kommen die schon in die Box. Der eine Red Bull zumindest. Das könnte aber genial für mich werden, wenn der Reifen hält, Alonso mit dafür, oh, man tut mir so weh. Okay. 18%, noch 13 Runden. Mal gucken, wie der Reifen dann aussehen wird. Aber Gasly muss auch nicht mehr rein. Auch Gasly könnte hier ein bärenstarkes Ergebnis hier machen. Heute. Das wären nur die ersten Punkte dann für Alpha Tauri nebenbei. Die haben noch keinen Punkt. Für Gasly, dass der overpowered ist, ist ja fast schon ein Wunder. Ja, ich gebe hier lieber mal nicht so Gas gerade. Oh ja. Okay, der Abstand zum Vordermann beträgt 1,8 Sekunden. Ja, mal sehen. Ich muss mal versuchen, absetzen von Ocon zu können. Boah, das wird jetzt reinkommen, denke ich. Alonso weiß ich nicht. Ja, ich glaube, der noch nicht. Ich glaube, der wird noch fahren. Dann wird es die Doppelführung vielleicht geben für unser Team. Vorerst. Ja, Alonso fährt noch weiter. Soll mir recht sein. Und Gasly kommt rein! Was? Wieso fährt er... Hä? Der ist doch mit hart gestartet. Ja, ich guck's mir da mal an. Muss das am Flügel vielleicht wechseln? Weil der ist doch mit hart gestartet, der Gasly. Und der war jetzt auf Mediums. Also war der schon mal rein, drin. Und er könnte locker durchfahren. Hä, verstehe ich nicht, warum der reinkommt, aber gut. Hamilton ist U. Hamilton ist, glaube ich, schon gestoppt oder so. Ich guck mal kurz. Muss Gasly der Flügel wechseln? Das interessiert mich mal. Das interessiert mich wirklich mal. Ja, nee, muss er nicht. Okay, was ist denn das für eine komische Strategie? Hart? Der ist damit hart gestartet, ja. Ganz, ganz komisch, was der Alpha Tauri für eine Strategie plant. Aber es hätte ein richtig gutes Ergebnis eigentlich werden können für ihn. Wo bin ich denn jetzt überhaupt hier? Oh, läuft fast die Wand. Fast die Wand. Aber auch nur fast die Wand. Berührt. No is mit Soft. Okay. Perez auch mit einer 5 Sekunden Strafe. Alles klar. Oh, ja. Jetzt mache ich hier ein bisschen abkürzen. Leicht. Hamilton ist ja weit vor uns, Alter. Nah hinter uns. Und der war doch bestimmt in der Box, oder? War der schon in der Box? Ja, ich glaube schon. Oh, Alter, man kommt hier auch gar nicht mehr rum. Ah, ich will doch nicht unbedingt den Sieg. Ich will einfach nur ein so gutes Ergebnis, wie es nur geht. Aber ich glaube nicht, dass hier noch der Regen heute kommt. Aber ich bin hier mal ganz gut durchgekommen, auf jeden Fall. Was wird das für eine Runde? Keine gute, weil ich hier im letzten Sektor vermasselt habe. Ach, kannst du mir nicht mehr Mut machen oder irgendwas? Also immer diese negativen Sachen. Ach Mann, du nervst, Chef. Du nervst mal richtig. Bei Perez ist mein Vorteil, der hat eine 5-Sekunden-Strafe. Der kann gerne vorbei, ich muss nur dafür sorgen, dass der nicht mehr als 5 Sekunden hinter mir ist. Das ist mein Vorteil halt. Oh, hier kommt von mir gar nicht so gut durch. Als ich es gern gehabt hätte. Dafür habe ich doch wieder viel geschaden, aber ist mir jetzt wurscht. Hamilton kann gerne vorbei. Es geht mir nicht um den Sieg. Das Auto ist eigentlich noch nicht so gut jetzt bis jetzt. Der Mercedes hat einfach so ein riesen Upgrade gemacht. Aber ich bin schneller als Alonso auf jeden Fall. Muss ich ja sein mit meinen weicheren Reifen. Alonso ist ja schon. Hamilton muss easy vorbeikommen. Da werde ich jetzt auch nicht so machen. Ich werde Kampflinie fahren, aber nur damit es nicht so ungemütlich wird. Jetzt mache ich das nicht wie bei Perez. Das lohnt sich wohl nicht, weil Hamilton ist eh jetzt locker vorbei schon.
Jetzt kann ich ja trotzdem dranhalten oder mithalten, um mich ein bisschen von Perez lösen zu können. Aber Hamilton macht echt ein gutes Rennen. Der war so weit hinten auch im Qualifying. Der wäre unmittelbar bei uns, auf 7 eben. Und führt jetzt wahrscheinlich virtuell das Rennen an. Wie hat denn der das geschafft? Oh, ja, das mache ich jetzt mal. Einige Rückblenden lassen sich nicht vermeiden. Aber es sind trotzdem weniger als in den vergangenen Saisons. Da hatte ich ja in diesem Rennen vor allem auch immer, keine Ahnung, 10 oder so. Oder nee, noch mehr als 10, noch mehr. Jetzt sind es bisher nur 3, wenn ich mich nie verrechnet habe. Daher denke ich, ist es ganz akzeptabel. Wenn es jetzt aber bleibt bei 3, ist es doch vollkommen okay. Damit wäre ich von mir aus zufrieden. Gerade. Oh, ja, jetzt fahre ich voll über den Körb. Versuche mal im DS-Fenster zu bleiben von Hamilton. Um auch ein bisschen besser vor Perez dann zu sein, natürlich auch. Wie fällt der den sogar auf, der Alonso, wenn der jetzt noch nicht reinkommt, der Fernando? Ich glaube, der Alonso wird sogar bald reinkommen auf Soft-Reifen. Hab sogar noch das DS abgestaubt. Das hilft natürlich jetzt. Gerade massiv hilft das. Alonso kommt aber leider. Alonso kommt leider, leider, leider. Fernando ist gerade an die Box gefahren. Ach, schade. Und. Okay. Es sah so aus, ob es auch nur ein Wettbewerb kam, aber das ist nicht so. Das sah, glaube ich, nur so aus, gerade. Nur dafür sorgen, dass Perez dann auch im besten Fall unter 5 Sekunden bleibt. Aber Hamilton muss das Rennen gewinnen. Ey, was macht denn der überhaupt für ein geiles Rennen? Mal ganz ehrlich jetzt. Also von 7 auf 1. Obwohl, das kenne ich ja. Hab ich ja auch in Bahrain geschafft, na? Von 7 auf 1. Also so wundern tut es mich dann auch nicht. Dass Hamilton das schafft. Ich meine, wenn ich das schaffen kann, kann das Lewis natürlich das Recht schaffen. Das ist logisch. Ja, okay, also Perez ist nicht so viel schneller. Jetzt muss man mal gucken, der Reifenverschleiß. 10 bis 15 Minuten reden. Ah, sagt immer so viel. Der Reifenverschleiß ist langsam nicht mehr so gut, aber ich denke schon, dass man vielleicht durchfahren kann. Hoffe ich einfach mal. Sonst wäre nicht das Ganze zunichte gemacht. Aber es sind halt auch im Anfang nur noch 7 Runden, 8 Runden. Aber 8 Runden sind schon eine Menge Holz noch, ne? Und von 34% vorne links. Ja. Ist mir schon klar. Die Reifen geben halt langsam auch den Geist auf, sag ich mal. Der Perez bin ich so gewagt, nicht nochmal alles zu riskieren. Denn der hat ja jetzt eine 5-Sekunden-Strafe eben. Aber so schlimm wie der Fall zu sein scheint, glaube ich sogar, kann ich den nicht mal halten, sowieso nicht. Und zweitens, gar nicht mal unbedingt, dass ich 5 Sekunden dranbleiben kann. Sei vorsichtig, wir vermuten, dass du bald etwas an Grip verlieren. Wenn ich sagen muss, der Hamilton ist noch nicht so weit vor mir, ne? Gerade mal, obwohl ich schon weit vor mir, doch, doch. Mir geht doch nicht um ein Podium. Also Podium wäre natürlich genial. Aber mir wäre es nur wichtig, überhaupt besser als Platz 10 zu machen. Dass er auch klar ist. Aber besser als Platz 10 sollte es werden. Wenn ich jetzt durchfahren kann, hoffentlich. Bei noch 6, 7 Runden jetzt. Dann sollte das schon funktionieren, denke ich. Perez wird in 2 Runden dran sein, denke ich. Dann wären es noch 5 Runden. Mal sehen, ob in 5 Runden 5 Sekunden dann noch dranbleiben kann, ungefähr. Ich hoffe es. Also muss versuchen, dass ich ihn überhaupt noch so lange wie möglich hinter mich halten kann. Im besten Fall eben schon noch für bis Runde 31, dass ich ihn noch halten kann, bestenfalls. Wenn nicht noch länger am Ende. Bis Runde 30 werde ich ihn halten können, weil er noch nicht im DS-Fenster bis dahin sein wird. Das weiß ich definitiv. Man muss mal sagen, eigentlich fahre ich sogar länger mit dem Soft als mit dem Medium. Obwohl, nicht ganz. Ungefähr genauso viel wie mit den Mediums. Aber trotzdem, man muss halt versuchen. Will halt nicht ohne mit den harten rumgurken, ne? Ich wollte, bin ich wieder ein bisschen abgekürzt, weil ich wieder ein bisschen die Kurve verschätzt habe.
Okay, ich könnte es wirklich bis Runde 1 schaffen. Oh, kannst du mal deinen Rand halten, ey? Das sagst du mir jede Runde gefühlt. Das ist mir schon klar. Meine Reifen sind ja so schon bei über 40, bei 40% Abnutzung. Und ich habe auch nicht mehr das vor zu stoppen. Macht eh keinen Sinn jetzt mehr. Daher, dass ja dann ich eh irgendwo am Arsch der Welt wäre. Also noch wird Perez nicht vorbeikommen, glaube ich. Aber wenn er das DS hätte, würde jetzt, glaube ich, noch nie vorbeikommen. Aber wenn er gleich das DS hat, hoffe ich mal. Dass es dann immer noch nie vorbeikommen wird. Und jetzt habe ich wieder einen kleinen Fehler gemacht. Aber noch soll er nicht vorbeikommen. Noch ist er weit weg, finde ich. Er wird das DS haben, denke ich. Aber viel mehr, für sehr viel mehr soll das auch nicht reichen dann. Boah, ja, obwohl, wenn ich schon was mache, dann könnte das doch für was reichen für Perez. Der wird rangeschossen kommen. Jetzt. Oh ja, der wird angreifen, der wird wirklich angreifen. Obwohl, ah nee, 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 wird er nicht. Wird er noch nicht. Aber auf der Ziel hat er jetzt nochmal die Chance. Und da hat er die Chance, aber voll. Aber im Grunde habe ich es trotzdem bis... Oh, leichte Berührung noch. Oh nein, 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 nein. Oh, kann ich nochmal dagegen halten? Kann ich nochmal dagegen halten? Ja, kann ich. Sehr gut. Sehr gut. Je länger ich Perez hinter mich halte, umso besser ist es natürlich für meine Hoffnungen, vor ihm dann zu landen. Natürlich. Er ist ja eh auch der WM-Führende. Wäre sowieso sehr wichtig, ihn heute zu schlagen. Aber also Strecke werde ich ihn nicht schlagen können. Das ist schon mal klar. Aber vielleicht durch die Strafe. Wenn ich ihn mindestens noch bis jetzt nach der Haarnadel aufhalten kann, im besten Fall. Jetzt kann oder Bottas noch was gegen... Ja, kann er. Oh ja, kann er. Bottas vorbei an Perez. Was mir hilft, noch gegen Perez hier etwas zu machen. Weil werden die ja beide, glaube ich, kommen, oder? 7 werden die beide jetzt ankommen. Oh, oh, ja. Vor allem in der Mitte. Jetzt kommen die beide vorbei. Bottas fährt vorbei an... Ja, obwohl, aber gegen Perez kannst du was machen. Ja, gegen Bottas. Bottas hat jetzt. Bottas hat jetzt gerade viel Bremse gehabt auch. Aber ich bin vor Perez. Das ist sehr wichtig. Je länger ich den halt hinter mich halten kann, umso besser ist es für mich. Wegen der Strafe. Es sind nur noch 4 Runden jetzt. Und je länger ich den jetzt hier hinter mich halten kann, umso besser ist das. Leclerc ist auch schon dran. Also, Verstappen ist schon dran, sorry. Ja, den werde ich lieber nicht mehr halten können, schätze ich. Leider. Na, mit den Reifen soll das schon klar gehen noch. Wird nicht mehr schnell sein jetzt natürlich, aber trotzdem sollte es noch ganz gut gehen, die bis ins Leben zu halten. Wenn Perez wie dieser vorbeikommt, wäre es nicht so tragisch. Ich muss nur innerhalb von 5 Sekunden dann bleiben. Ich könnte mich wohl clever anstellen eigentlich, um ihn vorbeilassen hier. Und dann besser raus und bekommen. Jetzt wird Perez vorbeikommen, easy peasy. Da werde ich jetzt auch nichts machen können. Obwohl, was macht er? Obwohl, das war eigentlich ganz clever, was er da gemacht hat. Oh, gegen Verstappen werde ich jetzt keine Chance haben. Oh, oh, nee, habe ich keine. Oh, oh, jetzt muss ich das machen hier. Ah, ist ja keine Chance. Die reiben sich jetzt doch zu am Ende. Er wird mich mal da ranhängen an Verstappen jetzt einfach. Podium werde ich nicht holen, weil Verstappen ist vorbei, der hat keine Strafe. Aber Leclerc kann man halten, der ist noch weit genug weg, denke ich, für 3 Runden. Und vielleicht duellieren die beiden sich ja noch. Perez und Verstappen, vielleicht duellieren die sich ja noch. Und vielleicht kann ich auch noch ein bisschen dranbleiben, um im DS-Fenster zu bleiben. Und da auch noch ein bisschen mithalten zu können jetzt. Auf diese Geraden werde ich noch mithalten können. Weil daher habe ich das DS. Da kann Perez mir noch nicht so wegfahren jetzt, hoffe ich. Oh, leichte Berührung wieder mit der Wand. Ach, was mache ich da? Aber vielleicht duellieren sie jetzt. Oh ja, sieht gut aus für Perez, für Verstappen. Verstappen sieht das mal richtig gut gerade auch aus. Jetzt bin ich sogar im DL-Fenster, glaube ich, gewesen noch. Oder bin ich das? Bitte war ich das. Ah, nee, war ich leider nicht mehr, schade. Aber die werden sich duellieren gleich, schätze ich, oder? Verstappen wird doch bald noch was machen können. Aber ja, ich glaube, Leclerc wird wohl nicht mehr halten können. Die Reifen sind doch zu am Ende, aber es war halt ein Versuch wert. Alles duellieren die sich aber immerhin. Perez kann ich trotzdem haben. Denke ich auch. Aber Verstappen ist nicht vorbei im Perez bisher. Okay.
Oh oh. Aber wenn die sowas machen, ah, ist mal wieder ein Fehler. Ah, die duellieren sich da. Das wäre ganz langsam, was die da machen. Da könnte ich sogar mal das DS haben. Gleich. Und die Stroll. Okay. Ah. Das ist ein Dreck, aber was mache ich denn da? Aber von mir kann auch gerne dann vorbeifahren jetzt hier. Und ich werde auf jeden Fall dagegen halten, schön. Aber er hat mir gut getan, um auf jeden Fall hier nochmal vorne zu bleiben jetzt. Für diese Runde werde ich eine Chance haben gegen Charles. Aber wenn ich mich hier wieder verbremst habe, Mann, wieso mache ich denn immer in diesen letzten Rundenfehler? Macht nichts, macht nichts. Hier wird er nicht vorbeikommen. Das wird sich in der letzten Runde entscheiden. Auf der Feind ist dieser lang geraten. Oh, das ist Mercedes langsam, oder? Alter, oder das ist der Ocon. Das könnte Ocon sein. Stroll. Habe ich schon gedacht. Weil da auf immer, ja, Ocon ist das. Das ist okay, das ist Stroll. Das hätte das sein können. Jetzt einfach irgendwie mich clever anstellen gegen Leclerc. Also eins ist sicher eigentlich. Und Giovinazzi ist auch noch raus. Was machen die denn jetzt alle hier? Was machen die denn jetzt alle hier gerade? Das gucke ich mir jetzt auch noch ganz schnell an. Da ist Stroll ist raus. Oh, was? Der macht einen Fahrfehler. Hier, wo geht's denn zurück? Nee, wo geht's denn zurück jetzt hier? Hier. Der macht einen Fahrfehler. Hier einfach zu schnell rein. Was macht der? In der vorletzten Runde macht der sowas im ersten Martin. Zu früh am Gas. Hat man zurückgehört, wie die Räder durchgedreht haben. Und dann fährt er hier die Wand. Was macht der? Eieieiei, aber auch. Das war echt krass nochmal. Aber was war mit dem Regen, der jetzt kommen sollte? Keine Ahnung. Okay, Leclerc wird durchkommen jetzt hier, glaube ich. Ah, ich kann es auch verteidigen und das werde ich. Oh, da war es fast zu eng. Aber ich werde hier auch nochmal dagegen halten jetzt. Werde ihm wenig Platz lassen, damit er jetzt hier nicht so gut durchkommt. Und damit ich vielleicht auf der langen Geraden noch eine Chance habe jetzt. Oh, es könnte nochmal eng mit Perez werden, dann mit diesen 5 Sekunden. Dass die auch ja hab. Weil 3,4 Sekunden ist der schon weg. Aber eigentlich sollte ich das fast noch schaffen, oder? Oh oh, mit Leclerc wird es noch eng. Mit Leclerc wird es noch sehr eng. Hamilton gewinnt von 7 aus. Perfekt. Obwohl, nee, doch nicht. Nee. Das ist ideal. Wir kommen hoffentlich, obwohl. Die gerade noch etwas. Wir werden vor Perez, glaube ich, sein. Foto finde ich etwas mit Leclerc, aber es reicht. Wir sollten Platz 4 sein. Ich hoffe, dass wir Platz 4 sind. Eigentlich sollte das für Platz 4 gereicht haben. Aber Hamilton, Fahrer des Tages. Gut, er hat von 7 auf 1 gewonnen. Okay. Das war die karierte Flagge hier in Kanada und ein weiterer fabelhafter Grand Prix ist vorüber. Also Stefan, was hat heute da draußen den Unterschied gemacht? Die Safety-Car-Phase hat heute ohne Zweifel den Unterschied ausgemacht. Der Schlüssel zum Erfolg war eindeutig, dass sie ruhig geblieben sind und schnell auf die Situation reagiert haben. In der Vergangenheit haben Teams immer wieder zu zögerlich reagiert und so den Sieg verspielt. Aber sie waren entschlossen und konnten sich dadurch einen Vorteil verschaffen. Nach einer ausgezeichneten Leistung bei diesem Grand Prix wird es sicher heute Abend beim Mercedes-Team reichlich zu feiern geben und sie haben es sich verdient. Vorsprung des Führenden der Rangliste hat sich heute etwas verkleinert. Wir haben heute einige beeindruckende Talente auf der Strecke gesehen. Stefan, aber wer ist für dich der Fahrer des Tages? Für mich ist es Lewis Hamilton. Der mehrfache Weltmeister mag an diesem Punkt eine langweilige Wahl sein, aber man kann nicht bestreiten, dass er den Titel verdient hat. Es ist Zeit, einen Blick auf die Konstrukteursrangliste zu werfen. Die Führung an der Spitze ist nach einem starken Wochenende der Herausforderer geschrumpft. Auch das Team von Mercedes hat sich wieder stark in Szene gesetzt und Boden in der Rangliste gut gemacht. Ich bin gleichermaßen erschöpft und aufgedreht nach diesem Formel-1-Wochenende. Seien Sie auch nächstes Mal wieder dabei. Ja, was ein Rennen. Und auch Alonso hat nochmal 4 Punkte gerettet, trotz seiner 5-Sekunden-Strafe. Ohne die Strafe wäre er locker hinter uns gewesen. Also wäre er locker vor Ricardo auf jeden Fall gewesen. Und vielleicht sogar vor Perez, wenn er die Strafe ausgenutzt hätte auch.
Das locker. Und auch mit Leclerc war wirklich ganz, ganz eng mit einer Zehntel Vorsprung. Was mich ein bisschen wurmt, ist, dass Mercedes einen Doppelsieg gefahren hat. Das tut schon ein bisschen weh. Weil die werden uns, glaube ich, überholt haben in der KWM jetzt. Trotzdem sind wir ganz gut dabei mit 74 Punkten. Trotzdem haben wir eigentlich Boden gut gemacht gegen den WM-Führenden. Auch wenn wir gegen Hamilton jetzt den dritten Platz verloren haben und gegen Verstappen auch ein paar Punkte verloren haben, haben wir trotzdem gegen insgesamt gegen den WM-Führenden Punkte gut gemacht. Weil Perez der WM-Führende ist und den haben wir durch die Strafe, seine Strafe, hinter uns gebracht. Ja, 11 Punkte nur hinter der Spitze. Die ersten 4 sind innerhalb von 11 Punkten. Krass. Und die KWM sieht so aus, ja. Weit weg ist Mercedes zumindest nicht. Das ist schon mal der Vorteil. Oder Alfa Tauri doch einen Punkt geholt mit... Wer ist es? Gasly im Hand. Trotzdem hat Gasly... Ich bin mal gespannt, ganz kurz. Ganz kurz. Was hat Gasly für eine... Gasly hat... Hart, Medium, Medium. Was macht das für einen Sinn? Er hätte doch mit Hart, Medium locker auf Doof fahren können. Ach ja. Ja, gut. Ist egal. Dann legen wir mal los hier. Und gucken jetzt mal. Ah, gut, die Rivalität werden wir dann doch verlieren, einfach, schätze ich. Ah, definitiv sogar. Der wird das nächste Mal haben. Aber wir haben trotzdem gut mitgehalten mit 22. Okay, jetzt bin ich mal gespannt auch, ja. Wieder alles geschafft, let's go. Und wie viel Schaden auf eine 50k bei mir? Ja, 1,5. Aber okay, Alonso hat mehr Schaden bekommen als ich diesmal. Okay, jetzt bin ich mal gespannt. Puh, was kommt an anderen Upgrades? Hoffentlich liegt es nicht allzu viel fehl, wenn überhaupt. Erstmal kommt ein Ereignis. Das und wir sind verbestes Team. Alles eins ist fehlgeschlagen. Eins ist fehlgeschlagen. Nee, zwei. Ah doch, nee. Quatsch, hab's komplett dumm gequatscht. Jeweils habe ich gesagt, zwei sind, eins ist jeweils fehlgeschlagen. Die beiden sind angekommen, das ist fehlgeschlagen. Ja, hätte ich vielleicht doch nicht alles auf einmal machen sollen, oder? Gut, wollen wir das gleich erneuern? Das würde aber, glaube ich, uns... Ah, das kostet uns trotzdem. Ich werde es mal lassen. Wir sind das ein bestes Team, wir werden es mal lassen. Oder wenn, dann mal in der nächsten Folge. Auch da zwei gekommen und das ist fehlgeschlagen. Ja, das war fast klar. Ich hätte es vielleicht doch aufteilen sollen. Lieber vier eben machen. Und dann, ja, okay. Aber trotzdem ist das meiste angekommen, was ich mir erhofft hatte. Ich würde sagen, die beiden lassen wir dann doch erstmal, oder? Oder wir werden das mal gucken. Ich werde mir erstmal angucken. Aber wir sind das beste Team jetzt wieder. Vorerst. Let's go. Okay, dann war es aber so schon wieder. Folge, das Ereignis machen wir dann ein andermal. Also bei einer nächsten Folge. Und dann bis zum nächsten Mal. Und ciao.